Hallo und willkommen zurück bei Batman Arkham Knight, wo wir jetzt noch schnell hier. Was denn? Okay. Das geht ungefähr. Sich seltsam, habe ich jedenfalls gehört. Ja, du hörst noch viel, wenn der Tag lang ist. Also gehen wir darüber. Mal schauen, was es uns bringt. Das sieht so aus, als läge es jetzt an Scarecrow. Ja, entwaffnet, charmant, stellt so viele Fragen. Sie lüftet den Schleier an fast allen Tagen. Wiki Wales. Okay, das war einfach. Showtime. Gut. Der nächste bitte. Und zwar hier. Im Gebäude. Ah, Wind Tower. Und was haben wir hier? Zerstörbares Objekt. Scarecrow zieht das an Halloween durch. Schätze, er hat auch ein bisschen Humor. Als Humor würde ich das nicht bezeichnen. Aber egal. So. Der letzte. Bam! In die Magengrube. Gut. Komm zu mir, Batmobile. Quitsch, quitsch, quitsch. Gut. Ja, dann hier. Quitsch, quitsch, quitsch. Was? Ah. Ach, nö. Hoffentlich ist diesmal ist besser als. Okay. Harley hat's auf die Fledermaus abgesehen. Gut für sie. Okay. Okay, da ist es. Okay, und weiter geht's. Ist das zu fassen? Ich war in Black Age, im Asylum und in Arkham City. Hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Ja, und sei froh drüber und halt die Schnauze. Es gibt Leute, die das nicht interessieren. Wie lange sollen wir noch? Ah, hier. Ah, das Frieden. So, rein mit uns. Also gut, was habe ich vorhin? Irgendetwas Interessantes habe ich gesehen. Wir waren. Ne, das haben wir. Okay, Moment. Das war, glaube ich, beim GCPD-Gebäude.
Okay, was passiert, wenn ich eigentlich hier rüber gehe? Scarecrow muss gestoppt werden. Ich kann nicht weg. Ach so. Hallo Joker. Ah, nein, 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 nein. Das war hier. Verfluchte Panikattacken. Verfluchtes Angstgas. Dabei habe ich kaum was abgekriegt. Aber heißt das, wir waren hier schon mal? Ja, hier waren wir schon. Okay. Gut, und jetzt rauf da. Scarecrow, Ivy, dieser Arkham Knight und seine Riesenarmee. Ich verschwinde aus der Stadt. Die beste Entscheidung, die du je treffen wirst. Whee! Okay. Oder bin ich schon zu hoch? Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Also Moment, hier irgendetwas. Ah ja, da. Ein bisschen weiter unten. Ah ja. Ah, dort. Ich frage mich, wer wirklich hinter diesem Visier gesteckt hat. Denkst du, er kann. Moment, wie heißt dieses Rätsel? Der Prinz von Gotham sitzt hoch oben in seiner Runde. Sein Bildnis weckt Erinnerung an glückliche Stunden. Ah. Dieses Bild hier vielleicht? Nein. Ah ja, natürlich, dieses Bild hier. Oder... Gut, dann dieses. Tja, tja, tja. 25 Rätsel übrig. Inzwischen liegen deine grauen Zellen im Sterben, verteilt über deine Hirnrinde, wie die Soldaten der Alliierten an den Stränden der Normandie. 25. Mhm. Sammle deine Kräfte. Unsere finale Schlacht steht bevor. Ja, also. Eins muss man ihm lassen. Er hat mich kurz hinters Licht geführt. Okay, und sonst? Also, irgendwie sieht der Riddler alles, was wir scannen und so, aber sieht nicht, wie wir das ganze Zeug hier aus Bruce Waynes Raum extrahieren. Schon schräg. Aber nur noch 25. Nur noch 25 Rätsel. Das haben wir doch gleich. Hm. Wenn ich mich auf diesen Werbetafeln zwischen Riddler und Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Oho. Nein. Aber andererseits... Kann ich mal schlecht? Uhu. Okay. Noch 24. Noch 24. Gut. Oh Mann, ich bin so happy. Wir haben es gleich geschafft. Also, gleich ist relativ. Ich meine, es dauert noch ein kleines wenig, aber es geht. Das nächste ist hier im Gebäude. Und währenddessen mache ich meine Sicht, damit ich weiß, ob ich überhaupt jemand Grünes da unten verpasse oder nicht. Leichen, Panzer, Massenevakuierung. Ich liebe Gotham bei Nacht. So, okay. Aber irgendwo müssen noch grüne Leute rumhampeln. Das kann dir nicht sein. Okay, okay. Wir machen bei ein oder zwei Ausschreitungen mit, aber nicht mehr. Ich muss morgen auf die Kinder aufpassen. Ja. Du pflichtbewusster junger Mann. Da rührt es mich zu Tränen. Idioten. Ach, da wird schon noch irgendwer in Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Ansonsten...
Ach, da. Also gut, schauen wir uns mal an. Ich werde mich auf keinen Fall Scarecrow anschließen. Ich arbeite gerne für Two-Face. Zumindest die Hälfte der Zeit. Ja. Gut. Wir sind gleich da und bis jetzt noch keiner entdeckt. Meinst du, ist es hier draußen wieder sicher? Okay, da unten. Es muss gleich hier um die Ecke sein. Er glaubt, dass irgendein Ritual stattfinden wird. Bisschen später am Tag für ein Okay, irgendetwas mit dem Dings des Bizarren. Das haben wir schon mal kaputt gemacht. Ups, falsche Taste. So. Weg damit. Ach, sieh hier, oder ist das vom Bizarren? Nein. Gut, darüber. Rauf. Zu diesem Zirkus des Bizarren tretet heran. Dieser schweinische Professor ist versunken im Wahn. Okay, ich bin direkt da. Aber die Frage ist, wo? Nein. Schräg. You must sit. Keine Ahnung. Ah, hier. Was ist echt weiter? Kann das bitte schön aus der Sichtweite sein? Okay, was auch immer das war. Diese Kiste. Gut. Dann wieder raus mit uns. Whee! Immer dieses Geräusch beim Rausgehen. Seltsam. Egal. Wir hätten es geschafft. Dann... Okay. Sonst haben wir nur noch... Hier 1 und 1. Und hier haben wir... 2 und 3. Nein. Big Island. Fandus. Ja. Okay, gut. Wenn ich doch gerade hier bin, dann gehe ich doch direkt zu diesen da. Dann mache ich so die Kurve. Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Oh Gott, bring uns hier raus! Okay, okay.
Okay. Und rein da. Whee! Was war dieses Bip-Bip? Batman, dein Cape hat vielleicht eine kleine Störung. Okay, hier irgendwo muss... Gut, nächstes in diesem Raum da oben. Oder? Ja. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Sam. Genau hier irgendwo sollte einer sein. Gut. Und was haben wir hier? Hier geht's sogar noch weiter rauf. Oder von da sind wir ja gekommen. Gut, ja. Okay. Na verdammt, wir können ja die Sachen hier nicht markieren. Wir müssen sie auf eigene Faust finden. Okay, dann... Mein Name ist Simon Stagg, CEO von Stagg Enterprises. Okay. Nein, es muss schon hier sein. Okay, vielleicht hier nach unten. Da unten ist einer. Gut, wie konnte ich den damals übersehen? Und dann... Der nächste sollte hier irgendwo sein. So, dann... Okay. Gut, auch das hätten wir geschafft. Und das nächste und letzte wäre das da. Gut. Auch das schaffen wir. Whee! Ja, im nächsten Raum. Und lauf, Batman, lauf! Du schaffst es. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Sam. Gut, das sollte direkt hier oben oder hier. Genau. Also. Irgendwo entweder da oben oder unter. Gut. Sieht so aus, als wäre es unten. Ja, da oben. Gut. Diese Luftschiff hier hätten wir geschafft. Na so raus mit uns ins nächste Luftschiff. Guten Abend, Mr. Frank.
Danke, Zack-Computer. So. Und rein da. Whee. Okay, geschafft. Und für okay, für hier habe ich keinen neuen. Oder sind beide Luftschiffe? Moment. Startkarte. 0 und 0. Alpha und. Also das ist Alpha und das ist Beta. Ah, okay, das hätten wir geschafft. Dann erst nur noch der da. Los, doch, der sieht immer noch so doof aus wie eh und je. Du denkst nur, dass er nicht mehr so doof aussieht. Wer kann so einen Schwachsinn denken? Okay. Ja, hat er. Diese Penner vom Arkham Knight haben gewinselt und geweint wie die kleinen Babys. Die sie waren. Ah, ja, genau. Gut. Damit sie bei Nacht die Fledermaus, die vom Doc gingen, nicht... Also nochmal, wie heißt das? Damit sieht bei Nacht die Fledermaus, die vom Doc gingen, nicht. Seine Heilung war ein Graus. Ah, Ohren. Gut, wenn wir also irgendwo ein Bild mit Ohren sehen, also explizit von Ohren, dann wissen wir, genau das haben wir gesucht. Okay, und rein da. Genau hier. So, das hätten wir. Aber jetzt... Ah, doch noch das. Das. Also. Hier soll angeblich nur noch... eins sein. Hier angeblich 3 und 3. Ja. Hier angeblich nur noch ein Fragezeichen. Da unten. Nein, das hatten wir noch nicht. Und dann fehlt nur noch hier in den Panessa Studios 8, 2 und 3. Also sehr gut, wir haben es bald wirklich geschafft. Hoho, ich bin stolz auf uns. Gut. Öffnen und raus mit uns. So. Für die Hälfte des Geldes, das die Armee gekostet hat, würde ich die Fledermaus in 2 Sekunden austrinsen. Na klar. Hilf mir mal eben, Bruce. Wenn ich jeden, den du liebst, durch deine Hände töte, sag ich ihnen dann, dass ich es bin? Oder erfreue ich mich einfach an ihrem Schock über deinen Verrat? Ja, ich weiß. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Ich glaube nicht, dass du auch ihnen auch nur ein Haar krümmen wirst. Also kannst du dir deine Träume schenken, Joker.
mal, lacht ihr nur. Wenn ihr... Ich hab... Heuschnupfen beendet, würdet ihr nicht mehr lachen. Sei nicht so undankbar. Ivy ist bei der Sache mit dem Gas gestorben. Gut. Undankbarer. Eieiei. Aber die Menschen von Gotham, ich meine, nicht dieses Pöbel da unten, schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen wird dich danken. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Ja, es gab schon mehr Leute, die dachten, ich wäre so gut wie tot. Okay, das hatten wir ja schon. Batman kriegt, was er verdient. Scarecrow ist noch nicht geschlagen. Noch nicht, aber fast. Der elende Bettpanzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Fühlt sich an wie ein Schlag von einem Gorilla. Ja. Mhm. Schön. Und geschafft. Hehe. Boah, das... Ich mochte Batmans altes Auto. Sah so schön retro aus. Halt wie so ein Oldtimer. Und das hat sich auch nicht in einen Panzer verwandelt. Ja, Batman geht mit der Zeit. Also gut. Da es nur noch die Rätsel übrig sind in der Stadt, wo ich keine Ahnung habe, wie man die löst, geh ich mal zu den Panessa Studios. Ich glaube nicht, dass dein Währungshelfer das gemeint hat, aber okay. Gut. Sieh dir das nur an, Mann. Da braucht es mehr als Waynes Millionen, um das wieder hinzubiegen. So. Moment. Ah, ja. Also. Bestes Halloween, alles drei. Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Die vier. Die neun. Die sechs. Zwei, fünf, vier, null. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man die hier löst. Aber... So. Aber vielleicht erfahren wir es in den Panessa Studios. Harley hat's auf die Fledermaus abgesehen. Gut für sie. Und... Da rein! Okay, gut. Öffnen. Oh, jetzt klappt es. Gut. Runtergehen. Wir sind noch nicht drin. Jetzt sind wir drin. Also, genau beim ersten. Hat es etwas? Oh, da ist Harley. Hey Joker. Tim. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin. Gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen. Wie einfallslos. Sonst noch was? Naja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten.
Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Na, schade, dass das nicht geht. Sonst noch was? Suchst du jemanden? Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich vorhin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin, ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Interessant. Willst du etwas sagen, Joker? Du, ein Vaterfigur, dass ich nicht lache, dein Personal, bla bla bla. Okay. Gut. Dann gehen wir noch schnell zu Harley Quinn. Hast du es beobachtet? Was denn? Wie Scarecrow den kleinen vogelnäsigen Loser mitgenommen hat, den du in die Zelle gesperrt hast? Ja, das habe ich gesehen. War schon witzig, muss ich sagen. War Gordon bei Ihnen? Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Mr. J wäre stolz gewesen. Und der Joker sagt jetzt nichts. Du hättest das Gesicht von dem Vogeljungen sehen sollen, als sie ihn mitgenommen haben. Ich kann kaum glauben, dass sie fort sind. Natürlich waren sie nur Schatten des Originals, doch alle hatten sie ein kleines bisschen Mr. J in sich. Ich wünschte, ich hätte einen Tropfen von Jays Blut bekommen, bevor sie ihn eingeäschert haben. Oh. Okay, hier liegen noch die Leichen. Gut, und jetzt ist da vorne noch etwas. Da, da, da. Oder bin ich... Ja, ich bin zu früh. So, jetzt kann ich, glaube ich, da rein. Ja. Ach ja, genau, das war das, wo ich nur eine gewisse Zeit lang hatte, um sie auszuschalten. Mir scheint, du hast versagt, Detektiv. Ich muss sie schneller erledigen. Ja, du musst sie... Oh Gott. Ich weiß warum. Du hast keine Angst ausschalten. Hast du so kein... Oder doch? Komm. Und der letzte. Gut. Perfekt. Gut. Und weiter geht's. Okay, das nächste sollte geradeaus sein. Und... Gut. Ja. Mhm. Ah, nee. Nee, 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 nee. Nein, so. Also, was steht da? Booms is a bat. Okay, ich glaube, ich muss... Generator. Was soll das bewirken?
Okay. Stage A. Stage B. Okay, kurzer Moment. Passt es? Ja. Du hast versagt, Batman. Gewöhn dich daran. Okay. Zuerst einmal Saft. Ah, ja, Bad. Bad soll das heißen. Komm schon. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Dump is a bad. Okay, okay, okay. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Und jetzt, deshalb gibt es das Teil da. Und jetzt noch das andere. So. Tada! Geschafft. Gut. Als nächstes, wenn wir schon gerade dahin schauen, gehen wir schnell hier das Foto machen. Stück für Stück schaffen wir das so. Gut, hier rein. Es muss also jemand zu Inferno. Objekt aus der Sichtweite. Gut. Und weiter geht's. Die Punkte verteilen wir später. Ja, doch noch das. Wir haben einen Punkt. Gut, schön für den Punkt. Okay. Gut.
So, Stage B. Das Geisterhaus. Hm, dieses Lächeln. Okay, gut. Dann gehen wir hier rein. Und schauen uns ein bisschen um. Ich freue mich schon, dem Scheiß Riddler die Fresse zu polieren. Der ging einem wirklich auf den Senkel. Also der geht einem immer noch auf den Senkel. Also gut. Genau. Au. Gut, wo ist das nächste? Auch noch im anderen Raum. Gut. Okay, und jetzt? Da vorne. Gut. So lobe ich mir das. Ups. Nein, das da. Aber haben wir das nicht schon? Das kommt mir leider so bekannt vor. Und nein, so. Na, ah! Vielleicht deswegen. So. Rauf. Oh. Falsche Tasse und... Gut. Ja, aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Geschafft. Aber ich hätte schwören können, dass wir das schon mal gemacht hatten. Oder ist der Riddler so einfallsreich, dass er zweimal das gleiche macht? Hm. Glaube ich. Das glaube ich sofort. Mhm. Okay, da rein. Aha. Gut, vielleicht kann man sie hier einfrieren. Kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu werden. Mhm, mhm. Und vielleicht kann man sie hacken? Nein. Moment. Sprengladungen, die mit Bewegungssensoren verbunden sind, Bewegungen in der Nähe führen zur Explosion. Nachlademechanismus ist vorhanden. Detonation. Detonierte Minen ersetzt. Okay. Nein, nein.
So, also was wollte ich? Genau, das wollte ich. Okay. Schön, wir sind tot. Hip, hip, hurra. Geschafft. Ich hab's geschafft. Ich meine, natürlich habe ich das. Klar, wie erwartet. Diese kleine Kackpratze. Also gut. Nein, nicht das, sondern das. Nee. Okay, dann müssen wir wieder alles. Warum? Eigentlich sollte es nach jedem gefunden speichern, oder nicht? Vielleicht war das genau das gleiche mit dem hier. So. Also gut. Das nichts. Weckler auch nicht. Stromschläge bringen auch nichts. Nein. Rauchbombe. Nein, Batman, runter. Strom, Eis. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung darf. Ja. WayneTech. Nein, WayneTech hier. Das war Ausrüstung und Unterbrechungsmine. Oh nö. Verbrecher habe. Wir haben im Moment nur einen Punkt. Verflucht. Wir müssen irgendwie an noch mehr Punkte kommen. Nein. So. Dann nehmen wir. Perfekt. Rauf da. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wir hatten das schon. Und das kann genau da. Ich glaube, die nämlich auch. Kann daran liegen, dass wir dabei gestorben sind und die nicht gespeichert wurden. Warum auch immer.
So. Dann hätten wir hier alles. Und wir kommen wieder, wenn wir die Verbesserung haben. Verdammt. Dass wir für den dämlichen Riddler die Verbesserung... Kann es sein, dass wir auch andere Verbesserungen brauchen, um es zu schaffen? Verdammt! Scheiß Riddler. Ja, genau, hier. Hier entlang ging es. Darüber, dann nach... Genau hier nach links, damit wir... Das hatten wir doch auch schon. Einfrieren, rüberkraxeln. Ach nee, das hatten wir nicht. Wir haben es angefangen, aber nicht. Genau. Okay, mal sehen. Bevor ich einen Befehl gebe, muss ich ein Ziel auswählen. Schranke der Schusswaffen für den Notfallbefehl. Und jetzt? Ich muss ein Ziel auswählen, um einen Befehl zu erteilen. Aber was für ein Befehl? Okay, ich komme hier nicht klar. Gut, dann auf dem Weg hierhin gibt es noch einen. Und zwar, sobald wir hier betreten. Okay. Muss es vielleicht mit Strom angetrieben werden? Muss die Kamera irgendwie... Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Muss ich es irgendwie hacken? Damit? Okay, aber irgendwie hat das doch...
Mhm. Wenn ich also nicht hinschaue. Okay, und jetzt? Okay, ich weiß es nicht. Also, wenn ich nicht hinschaue, irgendwie habe ich es geschafft. Irgendwie. Gut, und jetzt funktioniert der Scheiß hier wieder. Also gut. Wie war das nochmal? Ach so. Okay, das war einfach. Es bleiben nur noch 10 Rätsel. 10 gottverdammte Rätsel. Vor Gedanken mir gegenüber zu treten, wirst du wohl schon ganz nervös, was? Schon ganz nervös. Ja, aber. Ah, hier. Da sieht grün aus. Batman, diesmal zeige ich mich gnädig. Das nächste Rätsel habe ich so austariert, dass es ähnlich herausfordernd wie ein bekanntes Kinderspiel ist. Ich nenne es Kommando Riddler. Riddler. Die Regeln sind einfach. Betätige die Schalter mit den Farben, die gezeigt werden, in der richtigen Reihenfolge. Tada! Viel Spaß! Viel Spaß! Gut. Ups. Red. Batman, du beeindruckst mich. Du kannst lesen. Aber darum ging es hier nicht, oder? Ah. Okay. Blau, grün, rot, gelb. Blau. Grün, rot, gelb. So, du hast es gelöst. Freu dich nicht zu früh. Von hier an wird's schwerer. Okay. Ah, verdammt. Das ist lustig. Das ist lustig. Gut, und zwar gelb, grün, blau, blau, gelb, rot. Gelb, grün, blau. Nein.
nicht mal eine einfache Gedächtnisübung lösen. Einfache Gedächtnisübung lösen. Also. Ja, ich kenne die Farben schon auswendig. Einmal die hier. Einmal hier. Dann oben einmal. Nochmal oben. Dann rot. Komm schon, Batman. Nein! Ich könnte das lösen, während ich 200.000 Stellen von Pi runterratte. Rückwärts! Rückwärts! Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, zuerst gelb, dann rot. Gut. Wunderbar. Nun, da wir wissen, dass du ein Kurzzeitgedächtnis hast, kann der echte Test beginnen. Oh Gott. Grün, rot, nein, blau, gelb, rot. Blau, rot, gelb, grün. Grün, gelb, nein, verdammt. Versuch's nochmal, bitte. Das ist lustig. Das ist lustig. Okay. Nochmal. Grün, blau, gelb, rot, blau, rot. Gelb, grün, grün, blau, gelb, rot, blau, rot, nein. Versuch's noch mal, bitte. Das ist lustig. Das ist lustig. Grün. Blau, gelb, rot, blau, rot, grün, 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 blau, gelb, rot, blau, rot, grün. Ritter im Umhang, der weltbeste Detektiv, überfordert von einer einfachen Gedächtnisübung. Wunderbar, 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 wunderbar. Geh nochmal. Aha. 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 Okay, jetzt geht die Luzi ab. Ich kenne sie schon auswendig. Also einmal die hier, dann die hier, dann hier, dann da. Dann da. Dann da. Nein! Komm schon, Batman! Ich könnte das lösen, während ich 200.000 Stellen von Pi runterratte. Ja, ja. Rückwärts. Mhm. Gut. Also hast du es endlich. So. Also komm, einmal die.
Da, schon wieder. Komm schon. Dann den da. Brav. Und jetzt der letzte. Du glaubst gewonnen zu haben? Doch jedes meiner Rätsel beansprucht deine grauen Zellen mehr und mehr. Ich rätsel dich ins Nirvana. Hier ist deine Belohnung. Na, also. Detektiv, dass wir kämpfen werden, oder? Bis zum Tod. Ich habe davor natürlich keine Bange. Ich möchte dir aber raten, die übrigen 9 Rätsel sehr vorsichtig zu lösen, zu deinem eigenen Wohl. Bis zum Zu meinem eigenen Wohl. Na klar. Du bist hier die Pussy. Während dieses Rätsel kam mir etwas in den Sinn. Und zwar... Gut, so. Dann... nicht das, sondern die hier. Genau. Und jetzt sollst du die... Baba! Übrig? 8 übrig? Ich weiß nicht, wie genau du betrügst, Detektiv, aber ich weiß, du tust es. Ich glaube langsam, du verdienst die Ehre eines Kampfes mit mir nicht. Vielleicht verwehre ich sie dir. Aus Prinzip. Langsam. Feigling, Feigling. Und wir haben immer noch, verdammt, nur einen Punkt. Verdammt, ich würde es gerne von irgendwo wegnehmen. Denn hier gibt es nun genau noch ein einziges Rätsel. Aber wir haben nicht erfahren, wie wir die anderen Rätsel draußen... Ja, die Rätsel draußen bezwingen können. Verdammt. Gibst du das mit der Maske auf, Betsy? Gut für dich. Du rettest deine Freunde und ich kann ein bisschen Toxin schnuppern. Sekunde. Und wenn Sacke sich dich tötet, nachdem er seinen Spaß hatte? Nee, hab's mir überlegt. Wir müssen nicht gehen. Freunde sind eh total überbewertet. Besonders deine. Die kann man keine 5 Minuten allein lassen, ohne dass sie gekidnappt werden. Nett von dir, nett von dir. Verdammt, warum kann ich ihn nicht schlagen? Gut, jetzt raus. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Zeit für eine Entscheidung, Bats. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Ersteres. Gut, das war's für diese überlange Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.